Newsweiler ist wieder hier und jetzt gibt es wieder ein neues Gameplay. Ja, ich habe euch einiges zu sagen. Also wird das eher so ein Informations-Gameplay. Außerdem ist es das erste richtige Live-Commentary. Das kann man ja feiern. Naja, mehr oder weniger. Weil die anderen, naja, die würde ich nicht als Live-Commentaries bezeichnen, weil die waren schon live, aber da habe ich eher die anderen Gegner kommentiert. Außerdem, ach komm, ja, gleich Blitzschlag. Ja, und das ist der erste richtige Live-Commentary und ich werde auch mehrere Live-Commentaries da mal machen. Ja, gleich ein Doppel. Ich werde mehrere Live-Commentaries machen, weil ich habe jetzt einen neuen Notebook vor 3 Wochen gekauft. Ist schon einige Zeit her, aber... Ah, verloren wieder, gell? Alter, seid alle mal ruhig. Ich werde noch eine Runde zocken. Boah, die Gegner rücken schon wieder auf. Beziehungsweise die Mitspieler. Oh, das ist so Lappen in der Lobby. Der alte Notebook, der hat es nicht richtig gepackt von der Prozessorleistung. Er hat es gerade so gepackt. Aber dann hat es halt manchmal so rumgespackt und ist abgebrochen und der hat sich aufgehangen. Darum habe ich mir auch einen neuen gekauft. Aber nicht nur deswegen. Auch weil ich dann auch ein bisschen auf dem PC zocke, weil, also ich habe keinen PC gekauft, ich habe eher ein Notebook gekauft, so sagen wir es mal. Aber ich sage immer PC, keine Ahnung warum. Fail. Ja. Also gibt es mehr Live-Commentaries. Der packt es halt locker. Der hat ja mehr als doppelt so viel Prozessorleistung. Das ist ja ein Quad-Core. Und was ich noch erwähnen möchte, ist, ja, ich werde jetzt halt auf Notebook zocken. Ein bisschen. Dead Island Riptide habe ich ja schon. Und da werde ich auch ein paar Let's Plays machen davon. Wahrscheinlich auch Kooperativmodus, also mit Freunden und so. Mal schauen, was da so läuft. Ja, das werde ich dann halt online zocken. Nicht online, sondern kooperativ. Mit Freunden. Alter, ich finde mich hier schon wieder Gegner ein, wo gar keine sind. Da oben ist auch einer, den habe ich genau gesehen. So. Ja, dann werde ich auch Dead Island dann zocken. So, heute. So, erstmal Konterdrohne. Ja, da werde ich es zocken und dann ein paar Let's Plays machen. Nicht nur. Ach komm! Du scheiß Grufti, Mann! Mit deiner scheiß Excursion, Mann! Du regst dich da auf. Das Mongo-Kind, ey. So. Ich werde vielleicht auch, oder, ja, bisschen. GTA zocken. Ach komm, scheiß Sniper. Random, Alter. Das ist unsere.
Ja, GTA 4, GTA San Andreas habe ich, GTA Vice City, aber wahrscheinlich eher GTA 4 oder GTA San Andreas. GTA San Andreas ist halt die Map besser und so. Aber bei 4er ist die Grafik besser. Und ja, da werde ich auch dann wahrscheinlich so, ja, nicht cheaten, sondern so ein. Ja, da werde ich halt so, ja, naja, Cracks. Ja, cheaten kann man es schon nennen, eigentlich. Also Autos, neue Autos und andere Sachen. Also Motorräder schneller machen. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch so Iron Man. Ja, da kann man halt so fliegen und so. Oder Spider-Man, der Cheat ist auch ganz witzig. Ja, da kann man halt dann die Wände dann so dran. So. Außerdem werde ich dann in den. Wow, ich habe einen gemessert. Das kam noch nie vor. Außerdem fliege ich in den Sommerferien. Die sind bei uns, also ich wohne ja in Bayern. Die sind bei uns. Wann sind sie nochmal? Achso, ja, nächsten Dienstag. Also ab 1.8. geht es dann los. Voll komisch. Check ich auch nicht, was die sich dabei ausgedacht haben. So, der hat kassiert. Auch kassiert. Ach komm, du scheiß Sniper von hinten wieder. Ja, ich flieg nach Kalifornien in den Sommerferien. Und da kommen vielleicht wahrscheinlich auch dann ein paar Videos, weil über die Fahrt kann ich ja. Wow, na, fast drei. Schade, da habe ich nur einen Assist gekriegt. Ja, Headshot. Ein Siebener, Mann. Ich kann eigentlich gar nichts. Ja, schon wieder. Mann, 2,3er, 3,3er Quote. Ja, ich flieg dann halt nach Kalifornien und von. Ach, schon wieder! Mann! Ja, seht, ich war jetzt nicht gerade so gut. Aber naja, also ich flieg nach Kalifornien und von San Francisco bis. Los Angeles ist auch eine lange Strecke, glaube ich so 4-5 Stunden. Weiß jetzt nicht ganz genau. Und da kann ich auch zum Beispiel ein paar Filme schneiden oder so. Weil ich habe ja noch Videomaterial und werde dann auch ja, ein paar Filme hochladen, würde ich mal sagen. Ja, das war es eigentlich vom ersten Live-Commentary hier. War zwar ein bisschen langweilig und so, aber. Bis bald, bis zur nahen Zukunft, gell?